Einige der schönsten Ecken Berlins liegen vor 100 Jahren noch außerhalb der Stadt. Erst 1920 entsteht Berlin, wie wir es heute kennen. Zum Jubiläum von Groß-Berlin haben wir ein Jahr lang die schönsten Kieze besucht. Von Norden nach Süden, vom Osten bis in den Westen. Heute geht es nach Tiergarten, Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf und Zehlendorf. Berlin, eine Stadt besser als ihr Ruf. Ich bin ja viel auf Tournee. Wenn du den Leuten sagst, ich wohne in Berlin, dann sagen die alle immer, das ist mir zu groß. Wo ich dann immer antworte, also wenn die Aufgabe die wäre, dass man jeden Tag, bevor man zur Arbeit geht, einmal um seine Stadt laufen müsste, bevor man gehen darf, wäre mir Berlin auch zu groß. Und viele trauern dem alten Berlin hinterher und auch dem alten West-Berlin, ich aber nicht. Ich finde jetzt auch West-Berlin viel schöner. Wenn du gut mit dir selber bist, dann kannst du die schönste Zeit deines Lebens haben. Für mich ist Berlin ein Dorf, weil ich dieses Berlin kenne, weil ich die meisten Ecken kenne, weil ich sehr viele Menschen kenne, weil ich mich hier einfach zu Hause fühle. Und das hat für mich so einen dörflichen, vertrauten Charakter, dass ich mit dieser Stadt quasi eins bin. Und das macht mich einfach glücklich. Berlin macht glücklich. Erst recht, wenn man den passenden Kiez zum Leben findet. Einfach ist das nicht immer. Wie viele Kieze es in Berlin gibt, weiß niemand so genau oder wie groß sie sind. Schon über den Namen können sich manchmal selbst die Nachbarn nicht einigen. Die Redaktion hat die schönsten Kieze ausgesucht. Eine Jury aus 40 Berlin-Expertinnen und Experten hat abgestimmt. Hier das Ergebnis. Die schönsten Kieze im Berliner Westen. Leben in einem ehemaligen Industriegebiet. Unser Platz 30, die Siemensstadt in Spandau. Dass diese Gegend einmal ein kaum bewohntes Feuchtgebiet war, ist heute schwer zu glauben. Vor 120 Jahren beschließt die Firma Siemens, hier eine Stadt zu errichten. Die Siemens-Werke sind jahrzehntelang ein wichtiger Berliner Arbeitgeber. Ich bin zur Arbeit dahin gefahren. Ich habe meine Freizeit nie dort verbracht. Ich habe da gearbeitet, ich habe meine Ausbildung gemacht bei Siemens. Finde heute noch immer, dass das die geilste Ausbildung überhaupt war. Siemensstadt ist ja mehr als nur das Werner-Werk und die Industriebauten, sondern Siemensstadt, das sind ja auch ganz vorbildliche Siedlungsbauten. Das heißt, man hat also auch dafür gesorgt, dass die Menschen, die bei Siemens gearbeitet haben, auch sozusagen fabriknah, arbeitsplatznah wohnen konnten. Die Wohnstadt neben der Werkstatt existiert nach wie vor, auch wenn die Industrie längst verschwunden ist. Doch Siemensstadt ist gerade im Begriff, sich als Wirtschaftsstandort neu zu erfinden. Siemensstadt finde ich total spannend, weil da habe ich eine Reportage drüber gesehen. Und da wollten wir auch immer mal hin. Wer schon einmal hier in Spandau ist, sollte in Old Texas Town vorbeischauen, wo Bardamen, Sheriffs und Cowboys zu Hause sind. Jeden ersten Samstag im Monat öffnet die Westernstadt für Besucher, wenn nicht gerade eine Pandemie grassiert. Der Cowboy-Verein wurde 1950 gegründet und träumt seit Anfang der 70er auf einem Gelände neben den Siemens-Werken vom Wilden Westen. Mit dabei Backshop-Verkäuferin Angela Delev. Hätten Sie gerne in der Zeit von Old Texas Town gelebt? Ja. Möglich? Ja. Schon die Outfits und auch schon die ganzen Mobiliar und wie die das alles früher gemacht haben. So einfach. Das hat mir immer gefallen. Deswegen habe ich ja mich verliebt. Der Mann ganz in Weiß, Ralf Kleber, der Bürgermeister der Stadt. Hier nur bekannt als Jack Hunter. Sind Modellbauer, sage ich mal einfach. Wie andere eine Modelleisenbahn bauen, bauen wir eine Westernstadt und das im Maßstab 1:1. Und nicht alle können ja sich das leisten und dort drüber fliegen und sich das im Original angucken. Aber es gibt nichts, was es in Berlin nicht gibt. Und wir haben eben auch die älteste Westernstadt Deutschlands. Oh, Texas Town, die Westernstadt liegt mitten in Berlin. Und Cowboys feiern überall, egal wohin sie ziehen. Sie haben Spaß am Feiern. Down, die Westernstadt liegt mitten in Berlin. Wer öfter mit der U-Bahn-Linie 2 fährt, kennt diesen Namen garantiert. Als Endstation.
Unser Platz 29. Ruhleben. Ruhig lebt es sich in Ruhleben. Trotzdem wird der kleine Kiez gerne besucht. Von Weltstars. Ob Tina Turner, Bob Dylan, Elton John oder die Berliner Philharmoniker. Sie fahren entlang der Fließwiesen Richtung Morellenschlucht. Denn nur so kommen sie zum Hintereingang der Waldbühne. So kommt man da hin. Das hätte ich dort niemals verortet. Okay, das muss man aber wirklich wissen. In wie vielen Konzerten ich da gewesen bin, mit Freunden, mit Picknick. Mit damals konnte man noch Picknick machen und alles mitnehmen. Und dann hat man, was haben Sie denn für Buletten da? Und dann hat man das Essen ausgetauscht und so. Das hatte schon was. Und ob es geregnet hat oder nicht, oder wir unterm Schirm sitzen mussten und gefroren haben, es war einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Bei den Rolling Stones ist 1965 die Atmosphäre so unglaublich, dass die Waldbühne jahrelang geschlossen bleiben muss. Zwischen den randalierenden Fans steht auch der Teenager Ronald Keiler, heute als Roland Kaiser bekannt. Damals war ich 13 Jahre alt und bin als Gast hier gewesen. Das war ein sehr emotionales Erlebnis, weil die Menschen waren sehr, sagen wir mal, wild, um sozusagen extrem wild. Ja. Aber ich war dann später wieder hier. Ich habe Paul McCartney gesehen, Stevie Wonder, Tina Turner, Joe Cocker. Hier mal selber zu stehen, ist schon ein großes Glück, ja. Haben Sie mit Randale gemacht damals? Nein, ich war 13 und habe mich ziemlich scheu und zurückhaltend verhalten. Ich dachte, bloß keinen abkriegen, nach dem Motto, ja. Meine Hand, dann sind wir zwei. Wir schießen höchstens am Ziel vorbei. Denn die wilden Jahre der Waldbühne sind vorbei. Und ich sehe weiße Fahnen wehen. Bei dem Roland-Kaiser-Konzert 2019 ist die Welt noch in Ordnung. Kuschelalarm. Man spürt diese Energie. Ich meine, für 25.000 Leute, das ist wirklich fantastisch, da zu sitzen auf der Bühne. Unser nächster Kiez im Berliner Westen liegt in Tiergarten. Platz 28, der Beusel-Kiez. Für Berliner Verhältnisse wohnt es sich rund um die Beusel-Straße vergleichsweise billig. In der Gotzkowski-Straße führt Barbara Saltman das Restaurant Ja-Man. Hier serviert die Jamaikanerin karibisches Soulfood wie Jerk Chicken. Seit über 10 Jahren mixt sie im Kiez Cocktails. Ich finde der Moabiti schön. Beuselstraße ist auch schön. Es ist auch sicher bis jetzt. Und die Leute, weil wir alle arm sind, wir haben nichts zu verlieren. So, wir sind freundlich zueinander. Meinen Sie das so? Ja. Wenn die Reichen sind, dann alles ist teurer. Die haben Angst voneinander, weil jeder will immer was von denen. Bei uns, wir haben nichts. Okay. Ja. Aber die Freundlichkeit, die Hilfsbereitkeit ist schön. Doch mit Vorurteilen hat sie auch im Beusel-Kiez zu kämpfen. Man denkt, dass die Jamaikaner sind gute Sportler, Musiker und Raucher. Aber sie werden nicht glauben, viele Jamaikaner rauchen nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin von Natur aus high. Na, und die Polizei war zigmal hier. Die haben den Laden durchgesucht, zigmal. Die kamen mit... So viele Leute, ich habe gesagt, Kindermann, komm mit ein paar Hunde, ein Hund. Dann finden die das, warum kommen sie hier so viele? Ja, man hat gesagt, sie kann hier was kaufen. Ich sage, ist kein Problem, ich bin auch nicht sauer. Es ist der Job und wenn jemand anruft. Der Westhafen ist einer der wichtigsten Umschlagplätze der Stadt. Daneben der Bauch von Berlin. Fleisch, Obst, Gemüse und Blumen werden im Großmarkt für den Weiterverkauf fertig gemacht. Im Kiez stehen viele alte Fabriken, Erinnerungen an eine große industrielle Vergangenheit.
In dem ehemaligen Straßenbahndepot Wiebestraße befindet sich heute die Klassik-Remise. Ein etwas anderes Autohaus. Elektromobilität, Fahrassistenten, Hybridmotoren. Hier alles Fremdwörter. Das ist ein riesengroßes Haus und da kannst du nur alte Autos angucken. Die gehören Leuten, aber das ist wie ein Museum und ich habe mich da so in Autos verliebt. Wenn dann noch die Oldtimer-Tage stattfinden, wird der Parkplatz zum Freilichtmuseum. So unter ihresgleichen fühlen sich Nostalgiefahrerinnen wie Inga Zomber sehr wohl und sicher. Wir fahren selten in der Stadt, in Berlin jedenfalls. Und wenn, dann bleiben wir auch da ganz nah dabei. Also im Café wird er vorgeparkt. Nur ein paar Autominuten entfernt liegt unser nächster Kiez. Auf Platz 27 die Jungfernheide. Im Norden Charlottenburgs befindet sich diese weitläufige grüne Oase. Wo gibt es eine Großstadt mit so viel Grün, wo du Seen und Wälder hast, mitten in der Stadt, wo nicht extra rausfahren musst? Das gibt's nirgendwo anders. Gleich neben dem Park steht die Paul-Hertz-Siedlung. Alle Straßen sind hier nach Widerstandskämpfern benannt, denn die Gedenkstätte Plötzensee für die Opfer der NS-Justiz ist nicht weit entfernt. In den 60er Jahren wird die Siedlung aus dem Boden gestampft. Anfangs ist sie ein Krisengebiet, ein kulinarisches. 4000 Menschen wohnen bereits in Charlottenburg Nordost. Aber es gibt noch keine Apotheke und keinen Bäcker, kein Lebensmittelgeschäft und keinen Schuster oder Friseur. Vormittags kommt der pferdebespannte Kartoffelwagen wie in einer ostpolnischen Kleinstadt. Nicht einmal das feudale Feinkostgeschäft in einer Laube der angrenzenden Kleingartenkolonie hat geöffnet. Es ist daher verständlich, dass die Hausfrauen, die auf ein paar ambulante Händler angewiesen sind, mit ihrer Geduld allmählich am Ende sind. Was glauben Sie denn, woran es liegt? Naja, weil die großen Geschäftsleute sagen, sind nicht genug, die hier wohnen. Nicht, verdienen nicht genug. Die haben sich geweigert. Ja. Suchen sich mal hier einen Metzger in der Gegend. Solche riskanten Besorgungsgänge gehören irgendwann der Vergangenheit an. In der Siedlung eröffnet schließlich der lang ersehnte Selbstbedienungsladen mit Schrippen für 9 Pfennig. Dieser ungewöhnliche Betonkomplex ist ein katholisches Gotteshaus, die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Seit 1984 gehört zu der Kirche auch ein Kloster. Schwestern des Karmeliterordens zogen dafür aus Dachau in die Paul-Hertz-Siedlung. Eine von ihnen, Schwester Miriam, kümmert sich liebevoll um die Dekoration der Kerzen. Haben Sie sich an Berlin gewöhnt? Ja, sofort. Ich bin ein Schwabe und da ist man sehr verschlossen und zurückhaltend. Und ich kam nach Berlin und die Herzen gingen auf und mein Herz ging auf und die Ökumene war da und ich wusste, ich bin hier zu Hause. Im Klosterladen arbeitet Schwester Mechthild. Sie schätzt den Kontakt zu den unterschiedlichen Menschen im Kiez. Zum Beispiel beim Einkaufen schon schöne Begegnungen mit muslimischen Frauen. Also zum Beispiel ein arabischer Mann an der Kasse, der dann groß gratulierte und dann lächelten die mich an und sagten, heute ist arabischer Frauentag. Das sind dann so kleine Begegnungen. Beim Mittagsgebet versammeln sich die Schwestern in der Krypta und beten für Frieden in der Welt. Besucher sind dabei willkommen. Am kleinen Tiergarten liegt unser nächster Kiez, auf Platz 26, Alt-Moabit. Früher ist der Kiez ein bekanntes Arbeiterviertel in der Mitte Berlins. Heute weckt der Name ganz unterschiedliche Assoziationen.
Moabit verbinde ich als Berliner mit Knast. Da ist der große Knast. Das ist Moabit. Aber ich war nie. Und da ist das Gericht ist auch da. Muss, ist eine lange Geschichte. Und weil ich war. Komm aus Kreuzberg, Freunde. Und kenne das Gericht gut. Und das ist das Gericht und der Knast. Das ist für mich Moabit. Der gute Ruf von Alt-Moabit leidet darunter nicht. Moabit wird auch eine richtig schicke Ecke inzwischen, halt, weil es Wasser gibt. Und überall, wo es Wasser gibt, wollen die Leute wohnen. Die neuen Moabiter können heute in der alten Markthalle einkaufen und nebenbei noch einen Cocktail schlürfen. Früher hat die Arminius-Halle einen anderen Stellenwert. Die Halle war ein turbulenter Markt, der bei jedem Wetter Laune machte und der wichtigste Treffpunkt im Kiez. Wir haben auch noch sehr viele von der älteren Generation, die wirklich noch darauf angesprochen werden, die gar nicht gerne in die Selbstbedienungsläden gehen, die eben das Persönliche schätzen von uns und wirklich, da haben wir viel Freude dran. Die Markthalle in Alt-Moabit war die beste überhaupt. Ich habe ja viele Markthallen kennengelernt, aber die war die tollste. Am anderen Ende von Alt-Moabit steht die Johanniskirche. Karl Friedrich Schinkel hat diese Vorstadtkirche entworfen. 1835 war Einweihung. In einem Nebengebäude hat die Ibn Rushd Goethe-Moschee ein Zuhause gefunden. Ein orientalischer Abend mit Ramadan-Ritualen. Gemeinsam zu feiern ging vor der Pandemie noch. Damals mit dabei Drehtänzerin Claire Fontani. Die Französin ist von Beruf Psychologin. Doch wie wird man Derwischtänzerin? Ich glaube, man ist es. Aber ich glaube, jeder ist auch ein Derwisch. Jeder. Quasi, man muss einfach ausprobieren. Maßgeblich beteiligt an der Gründung der liberalen Moschee war die Berliner Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates. Das ist schon eine richtig gute, riesige Gemeinde geworden, über die ganze Welt verteilt. Es kommen hier Paare zum Heiraten aus Italien. Ein Pärchen ist gekommen aus Los Angeles und New York. Ein schwules Pärchen. Also wir haben unglaublich viele Leute, die dazugehören und nicht ständig hier sein können. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, aber bei konservativen Muslimen hat sich diese Moschee in Alt-Moabit keine Freunde gemacht. Der nächste Kiez liegt ganz, ganz weit draußen, am südlichen Zipfel vom Ortsteil Wannsee. Auf Platz 25 Steinstücken. Dörflicher geht's kaum. Steinstücken ist eine grüne und verschlafene Wohngegend. Kaum zu glauben, dass der Ort einst wichtiger Schauplatz deutscher Teilungsgeschichte war. Da fahre ich immer durch, wenn ich zur Arbeit fahre, nach Potsdam, fahre ich immer durch Steinstücken und denke jedes Mal, wie verrückt. Ich weiß gar nicht so viel über die Geschichte von Steinstücken. Also der Reihe nach. In der Exklave Steinstücken wohnen Westberliner. Doch drumherum liegt die DDR. Vorbei an Grenzkontrollen führt eine schmale Straße in das Viertel. Es gibt auch einen Hubschrauberlandeplatz. Wenn mal der regierende Bürgermeister Steinstücken besuchen will, muss er angeflogen kommen. ...1972 verbessert sich die Lage. Sogar ein BVG-Bus fährt jetzt nach Steinstücken. Dank eines Gebietstausches mit der DDR entsteht eine richtige Westberliner Straße. Steinstücken wird zum Ausflugsziel. Wir sind glücklich, die ganze Familie und alle Steinstücker, einen kleinen Teil vielleicht, die nicht dafür sind. Aber wir im Großen und Ganzen, wir sind alle froh, dass wir frei und raus können und wohin wir wollen. Und dass wir unsere Verwandten hier reinziehen können, nicht anmelden brauchen, das ist wunderbar. Nach dem Mauerfall wird dieses Kapitel deutscher Geschichte bald überwuchert und überbaut. Und es war so verrückt, weil irgendwie du hast nicht gemerkt, dass da wirklich eine Grenze war, weil es halt alles so dicht ist. Also Berlin war so nah dran und wir haben auch immer an der Grenze gewohnt, ohne das ohne jetzt nach der Wende so die Grenze zu sehen. Also das war irgendwie immer eins. Das Ehepaar Elke und Wilfried Hammer hat über viele Jahrzehnte die Geschichte des eingemauerten Dorfes hautnah erlebt.
Wilfried Hammer kam bereits als Kind nach Steinstücken. Wann war es schöner hier? Jetzt oder damals? Das hatte beides Vorteile. Hatte beides Vorteile, ja. Hast du recht, du. Also zur Mauerzeit konnten wir hier Türen und Fenster auflassen. Da hat keiner was geklaut, also nicht, und gab es keine Einbrüche. Also, aber seitdem die Mauer weg ist, sind ja schon ein paar Mal in verschiedene Häuser eingebrochen worden. Nicht, man kannte jeden hier. Ja, das ist auch nicht mehr so. Das war natürlich auch nicht schlecht. Steinstücken, das ist Ausflug aufs Land mitten in der Stadt. Von Zehlendorf geht's nach Wilmersdorf. Auf Platz 24 der Kiez rund um den Fährberliner Platz. Wilmersdorf gehört ab 1920 zu Berlin. Danach siedeln sich am spärlich bebauten Fährberliner Platz viele Verwaltungsgebäude an. Die Bodenpreise sind damals noch günstig. Der Fährberliner Platz wird ein Verkehrsknotenpunkt mit vielen, vielen Parkplätzen. Der Fährberliner Platz ist ja auch eine riesige Kreuzung mit diesen tollen roten U-Bahnhofseingängen. Und diese roten Beute, das sind, glaube ich, auch so kleine Fliesen, sind die gefliest. Ich finde den ganz toll, den Bahnhof. Und deshalb unten ist der auch irgendwie so ein bisschen absurd gestaltet. Wie sich die Zeiten ändern. 1970 hält sich die Begeisterung der Wilmersdorfer für diesen knalligen Bahnhofsneubau arg in Grenzen. Ist grässlich, furchtbar grässlich, dieser widerlich, dieser Anblick. Mit der Farbe, mit der roten Farbe, das ist ja furchtbar. Schrecklich überhaupt, fürchterlich. Das Geschmackloseste, ich habe drei Erdteile bereist, so was Verrücktes habe ich noch nicht gesehen. Ab und zu passiert mal wieder etwas Aufregendes rund um den Fährberliner Platz. Und dann ist da ja der Preußenpark. Und der Preußenpark ist im Sommer bunt, lebendig, Teilküche, viel Leben, viel Rummel. Und das ist auch ein Teil des Fährberliner Platzes. So locker wird es wohl nicht weitergehen. Damit alles seine Ordnung hat, soll aus der Teiwiese ein richtiger Teimarkt werden. Schon immer ist der Kiez ein bisschen internationaler. Hier steht seit 1928 die älteste Moschee Deutschlands. Die pakistanische Gemeinde versteht ihre Moschee heute als interreligiöses Begegnungszentrum. Nur ein paar Straßen weiter kommt immer mal wieder Hollywood vorbei. Die Firma Theaterkunst verleiht Kostüme. Und das seit mehr als 100 Jahren. Viele Klassiker der Filmgeschichte wurden hier ausstaffiert. Und wenn man dort hineingeht, dann findet man eben die Kostüme aus allen Epochen, aus der ganzen Welt. Und ich denke, da haben schon so viele bekannte Menschen mal anprobiert, was sie auf der Bühne oder vor der Kamera tragen müssen. Ich habe mir auch schon gelegentlich dort Sachen geholt, um mich einzukleiden. Der Fährberliner Platz. Erst auf den zweiten Blick mehr als eine große Kreuzung. Weiter geht's mit einem Kiez am Rande des Grunewalds. Auf Platz 23 die Siedlung Eichkamp. Selbst vom nahegelegenen Teufelsberg ist die Siedlung vor lauter Bäumen kaum zu sehen. So leicht verirrt sich niemand nach Eichkamp. Das Viertel entsteht in den 20er Jahren ein bisschen versteckt zwischen Grunewald, Messegelände und Avus. ...1965 gerät Eichkamp in die Schlagzeilen, denn durch die ruhigen kleinen Straßen fährt eine der unwirtschaftlichsten Buslinien der BVG. Die Abendschau berichtet: Es gibt, wer möchte das bestreiten, einige Haltestellen im großen Netz der BVG, an denen man nicht allzu gerne steht und lange wartet. Die Haltestellen der Buslinie 88 gehören dazu. Dieser kleine Ein-Mann-Bus stellt für die Bewohner der Siedlung Eichkamp die einzige direkte BVG-Verbindung zur Stadt dar.
Doch wer mal abends, also gar nicht mal mitten in der Nacht, an solch einer 88er-Haltestelle steht, wird vergeblich warten. Besonders zur Nachtzeit und bei schlechtem Wetter möchte doch mancher nicht gerne alleine durch diese einsamen Straßen pilgern, durch die sich nur tagsüber die kleinen Busse im 20-Minuten-Abstand schlängeln. Alles wirkt hier ein wenig ländlich geruhsam, doch die Eichkamper sind Großstädter. Viele haben also gegen die ihrer Meinung nach wenig großstädtische Geruhsamkeit einige Bedenken angemeldet, zumal ja nicht jeder einen fahrbaren Untersatz besitzt. Trotz aller Vorbehalte, ein Minibus bringt noch heute die Anwohner in die Stadt oder nach Hause. Allerdings nur alle 40 Minuten zwischen 7 und 18 Uhr und am Wochenende gar nicht. Laut Busfahrer Jürgen Lehmann wird kaum gemeckert. Die Eichkamper sind vermutlich einfach nur erleichtert, dass der kleine Bus der Linie 349 immer noch fährt. Die Strecke ist mittlerweile sehr gefragt. Es sind sehr viele auch sehr froh darüber, dass es die Strecke jetzt gibt, gerade die Rentner. Auch Schüler, die hier am Eichkamp in die Schule gehen oder auch auswärts in die Schule gehen, vom Eichkamp dann quasi dahin gefahren werden von uns. Ja, sind alle sehr zufrieden, alle sehr glücklich drüber. Man hört es immer wieder. Viele sagen, hoffentlich bleibt der Bus. Gerade die Rentner, ne? Die einkaufen fahren. Und dann gibt es noch eine Ecke in Eichkamp, die braucht keinen Bus. Hier fährt die S-Bahn beinahe durchs Blumenbeet. Der Wunsch, am Wochenende im eigenen Garten zu feiern, ist bei manchen Laubenpiepern so groß, dass sie selbst vor extremen Standorten nicht zurückschrecken. Und da hat mein Papa seinen Garten gehabt. Das war auch sensationell, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil unten war die U-Bahn oder die S-Bahn, die S-Bahn. Dann kam die Fernbahn und danach kam die A-Bus. Und mein Vater hat seinen Garten mittendrin gehabt, mittendrin. Das war unvorstellbar. Ja, weil die Akustik ist ja brutal. Aber es war geil, wie damals die DTM-Rennen noch waren auf der A-Bus. Ne? Da hatten wir Pole Position. Ne? Wir waren so auf dem Dach und haben geguckt. Aber irgendwann hörst du es nicht mehr. Also du blendest es aus. Der Körper kann nicht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, wenn du zum ersten Mal da hinkommst, denkst du, was ist denn hier los? Kannst du kaum, musst du anschreien. Aber irgendwann ist es nicht mehr so. Also ist dann schon relativ normal. Unser nächster Kiez, Platz 22, die Gartenstadt Staaken in Spandau. Wer sich in diesem schmucken Viertel einmieten will, muss Geduld mitbringen. Die Warteliste ist lang, sehr lang. Nee, da war ich noch nicht. Das weiß ich, dass die hübsch ist, da wollte ich immer mal hin. Aber das haben wir noch nicht geschafft, weil die ist so lustig aufgebaut, glaube ich. Ne? Die hat so eine tolle Form. Der Clou der denkmalgeschützten Siedlung: zu fast jeder Wohnung und jedem Haus gehört ein Garten. Wer hier wohnt, wohnt zur Miete. Die Gartenstadt Staaken gehört einer Genossenschaft. Tanja Radloff ist hier in einem der kleinen Häuschen aufgewachsen. Ihr Ehemann Manuel Radloff musste sich erst mal einleben. Der Sportlehrer ist gebürtiger Kreuzberger. Ja, der erste Gedanke war, es ist nett, aber nichts für mich. Also ruhig, nichts los, keine Cafés, Bars. Abends werden die Bürgersteige halt hochgeklappt. Die Nachbarn gucken schon mal hier und da, was macht der andere. Aber all diese Sachen haben sich eben verkehrt. Wir sagen, wir können es uns nicht mehr umgekehrt vorstellen. Meine Mutter, die wohnt nach wie vor in Kreuzberg. Ich liebe es, sie zu besuchen, aber ich bin unheimlich froh, abends wieder dann aus diesem, ja, ich würde jetzt in Anführungsstrichen sagen, Moloch, wieder in die Heimat zu kommen. Ja. Mitten im Ersten Weltkrieg wird die Siedlung für Arbeiterfamilien erbaut. Ich bin groß geworden in Staaken, ganz an der Grenze quasi. Du kannst zur Mauer hinspucken. Also damals war das sensationell, weil halt hinten dran kam nur noch Mauer, da kam ja nichts. War sozusagen Sackgasse und deswegen war das extrem ruhig, ja, fast dörflich, war echt schön. Es gab auch andere Zeiten. Diese Ruine war einmal das Hauptgebäude des Flughafens Staaken. 1915 starten von hier aus Zeppeline. Und 1938 fliegt von Staaken ein Passagierflugzeug nonstop nach New York. Dan Schonenberg betreibt hier nun seine Blumenhandlung. Manche seiner Kunden haben früher auf dem Gelände in einer Fabrik gearbeitet. Und die Leute sind alle sehr traurig, dass es nicht mehr so schön ist, das Gebäude. Aber
Was willst du machen? Dafür gibt es jetzt hier Blumen. Dafür gibt es wunderschöne Blumen jetzt. Dass die Holländer hier auf der deutschen Geschichte schöne Blumen verkaufen kann, freut uns schon. Wieder in Wilmersdorf, denn auf Platz 21 landet Halensee. Hier am Ende des Kurfürstendamms zeigt sich der Boulevard von seiner stilleren Seite. Vor über 100 Jahren liegt der Kiez noch in dem Vorort Deutsch-Wilmersdorf. Prachtvolle Mietshäuser erinnern an diese Zeit. Da lebe ich ja seit vielen Jahren. Und ja, ist ein toller Kiez, weil alles da ist. Du bist ganz schnell überall. Schöner Kiez mit der Westfälischen Straße. Ist eigentlich so mein Zuhause, da fühle ich mich auch wohl. So ruhig und entschleunigt wie heute war der Halensee nicht immer. Direkt an seinem Ufer eröffnet vor fast 120 Jahren der größte Vergnügungspark Europas. Bis Anfang der 30er Jahre vergnügt sich Berlin im Lunapark mit Jahrmarktsattraktionen oder im Wellenbad. Boah, hätte ich gerne eine Zeitmaschine, würde ich das gerne mal sehen. Wie das da ausgesehen hat. Meine Oma war da, als es schon ein bisschen runtergerockt war. Die ist 1915 geboren und die war als Kind mit ihrem Vater noch da. Da war es aber schon runtergekommen und hat mir was von dieser größten Wasserrutsche erzählt und von diesen vielen Läden. Und das muss echt ziemlich cool gewesen sein. Heute führt am Halensee eine der meistbefahrenen Autobahnstrecken Deutschlands vorbei. Das hält die Leute aber nicht davon ab, hier ein Sonnenbad zu nehmen. Bevorzugt splitterfasernackt. 1979 noch ein Skandal. Die Wohnqualität hier der gesamten Gegend, aller Straßen ringsherum, ist derartig abgewertet, weil diejenigen, die hierher kommen, ja auch alle mit dem Auto kommen, die technisch teilweise gar nicht mehr einwandfrei sind. Die Stadtrundfahrten, die halten hier. Wir sind eine Sehenswürdigkeit geworden hier an dieser Stelle. Und Fremde, die in die Stadt hineinkommen, fragen, was ist das hier für ein Schandfleck? Ich kann nichts sagen. Ich finde, das ist ein Ort hier, der gehört zu Berlin. Und wenn der weg ist, dann fehlt auch irgendwas. Halensee ist mir zu nackig. Wir Engländer, wir ziehen uns ungern aus. Oh, gute Güte, wir sind very sorry, Engländer. Doch am Halensee wird immer noch nackig gebadet. Ich war das letzte Mal nackig. Hochschwanger, es müssen die Hormone gewesen sein. Da dachte ich, ach, ist das schön und so viele Hippies, Althippies, die nackig da reingehen. Da habe ich mich entblättert und bin da auch reingesprungen. Sonst nicht. Halensee, einer unserer 30 schönsten Kieze im Berliner Westen. Hier wurde Rundfunkgeschichte geschrieben und die Geschichte dauert an. Bis heute. Guten Morgen Berlin, wach werden mit RBB 888. Es geht weiter mit einem Blick in die Berliner Kieze. Platz 20, Westend. Am Theodor-Heuss-Platz im Berliner Westend ist der RBB zu Hause. Mehrere Radiowellen wie Inforadio, Kulturradio und RBB 888 senden aus dem Haus des Rundfunks. 1935 entsteht hier das erste Fernsehprogramm Deutschlands. Da gehe ich arbeiten und ich gehe da auch sehr gerne arbeiten im Haus des Rundfunks. Ich finde, das ist ein wahnsinnig geschichtsträchtiger Ort. Ich gehe da gerne rein und ich finde allein die Akustik, wenn man in diese Halle am Anfang kommt, finde ich schon beeindruckend und freue mich jedes Mal, dass ich da arbeiten darf an so einem Ort. Schräg gegenüber auf dem Messegelände eines der Berliner Wahrzeichen. Auf dem Funkturm, auf dem Funkturm, siehst du alles, was dein Herz erfreut. Auf die Arus, auf dem Wannsee, auch ohne Fernglas siehst du ziemlich weit. Du siehst von Tegel bis Frohnau so manchen schönen neuen Bau. Auf dem Funkturm siehst du es ein, Neu-Berlin wird schöner sein. Allzu viel hat sich im Westend in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert. Zwischen Theodor Heuss und Steubenplatz trifft sich der Kiez in der Reichsstraße. Hier haben kleine Geschäfte immer noch eine Chance.
Selbst die Seitenstraßen wirken im Westend einladend. Ich finde die ganze Gegend, dann Westend, Branitzer Platz und so, finde ich natürlich super zum Wohnen. Wäre für mich perfekt zur Arbeit, kann mir noch nicht leisten. Aber es ist schön da. Man hat ja auch rund um den Theodor-Heuss-Platz eine Menge schöne Infrastruktur. Also man hat eigentlich alles, was man braucht, wie das ja immer so ist in Berlin. Das ist eigentlich der große Vorteil von Berlin, dass du in jedem Kiez, in jeder Gegend alles hast, was du brauchst. Der Theodor-Heuss-Platz selber finde ich relativ hässlich. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, darf ich jetzt als RBB-Mitarbeiter sagen, ich finde auch das RBB-Hochhaus ziemlich hässlich. Aber steht, glaube ich, unter Denkmalschutz. Genial, die Aussicht von der Dachlounge im 14. Stock. Für jedermann erlebbar. Von Charlottenburg wieder nach Zehlendorf. Auf Platz 19, Düppel. Das Museumsdorf Düppel ist eine der wenigen Attraktionen in diesem Wohnviertel. Anhand von archäologischen Funden wurde ein Dorf nachgebaut, so wie es hier vor 800 Jahren tatsächlich gestanden hat. Die Dorfbewohner sind Mitglieder eines Förderkreises. Doch wie weit geht ihre Liebe zum Mittelalter? Musikus Torben Schmeiduch ist der Vorsitzende des Förderkreises. Also jetzt hier für unseren Zeitraum, ja, den wir hier darstellen, es ist 1170, 1200 nach Christus, ist die weibliche Bevölkerung meistens so mit Mitte 30, 40 verstorben. Der Mann ist dann so Mitte 40, 50 geworden. Das ist sehr unattraktiv, wie ich finde. Und es ist wirklich, also es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, auch ganz tief einzutauchen, aber ich möchte nicht tauschen. So. Jedes Wochenende erwecken die Dorfbewohner die mittelalterliche Vergangenheit zum Leben. Doch das 21. Jahrhundert hat auch so seine Vorteile. Was ich vermissen würde, wären die Toiletten. Also das, die finde ich schon ganz toll, die modernen. Aber sonst würde ich wahrscheinlich nicht sehr viel vermissen, weil ich bin nicht so ein Technikmensch. Ich liebe das einfache Leben. Ja, Klos würde ich vermissen. Außerhalb des Museumsdorfes existiert dann noch das andere Düppel. Das ist überhaupt eine total spannende Ecke. Da unten, wenn man Richtung, also die, genau diese Grenze hat Berlin-Potsdam, da in dem Wald so durchzutigern, da entdeckt man ganz viel. Neben dem Museumsdorf führen ein paar Gleise ins Nirgendwo. Auch die Überreste eines alten Bahnsteiges sind zu erkennen. In Düppel halten die Züge der Stammbahn, die Berlin mit Potsdam verbindet. 1980 wird der Zugverkehr auf dem Bahnhof Düppel eingestellt. Vom Stadtrand ins Zentrum, nach Tiergarten. Hier liegt unser nächster Kiez. Platz 18, der Potsdamer Platz. Wer sehen will, wie rasant sich Berlin seit der Wende entwickelt hat, muss nur einen Blick auf den Potsdamer Platz werfen. Neubauten, wohin man auch schaut. Ein Ort für wahrgewordene Architektenträume der 90er Jahre. Ist schön geworden. Ja, ist also auch hohe Häuser, keine, viel Beton, aber trotzdem, so wie sie gemacht haben, finde ich es echt schön. Also es hält sich kaum noch jemand da auf. So. Und das hat sowas. Ich warte immer noch, dass irgendwann so ein Busch wie in so einem Western über den Potsdamer Platz so weht mit so einem Windgeräusch. Das würde passen. Von allen verlassen war der Potsdamer Platz schon einmal. Zu Mauerzeiten ist das Areal ein großer, kaum bebauter Grenzstreifen. Auf Westberliner Seite ist da viel Platz für verrückte Ideen. Na, was zu meiner Kindheit war, ist ja auch noch, ich glaube, der kennt man gar nicht mehr, Strapsari. Kennt man noch Strapsari? Das hier, das ist unser Wachhund. Das ist ein Enterich, der sehr, sehr böse werden kann. Der hatte ja dieses Riesengelände, Autodrom, fahren ohne Führerschein, damals noch in Kreuzberg.
das weiß ich noch, da war ich ein kleiner Junge, in der U-Bahn war da, wo der Werbung macht, konntest du Auto fahren mit so alten Autos und überall waren Reifen und dann konntest du einfach da so ein Parcours rumballern. Das wohl aufregendste Haus am Potsdamer Platz steht da schon seit 1963. Die Berliner Philharmonie. Die Philharmonie ist einfach der beste Konzertsaal der Welt. Ich darf das sagen, es ist nicht, weil ich da arbeite, sondern wir haben wirklich alle anderen Konzertsäle der Welt gespielt, die großen. Und die Philharmonie ist wirklich was Einmaliges. Und die Philharmonie liefert auch den Beweis, ein Haus, das alt ist, kann sehr modern sein. Weiter geht es mit Platz 17 und dem Kiez rund um die Wilmersdorfer Straße. Bei einem Wettbewerb um die beliebteste Berliner Einkaufsstraße würde sie weit vorne landen. Doch würde man die schönste Einkaufsstraße suchen, hätte die Wilmersdorfer viel Konkurrenz. Die Wilmersdorfer Straße. Als ich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in West-Berlin war, da war das für mich so, wow, die weite Welt, diese Wilmersdorfer Straße, Wahnsinn, diese vielen Geschäfte, Glanz und Glamour. Und heutzutage denke ich okay, die Wilmersdorfer, hat auch schon bessere Tage gesehen. Der Andrang ist gewaltig, als die Wilmersdorfer Straße 1978 als aufgehübschte Fußgängerzone eine neue Chance bekommt. So ist es ganz schön, aber oben gefällt mir nicht das so recht. Oben gefällt Ihnen nicht? Nein, das gefällt mir nicht so. Es ist so hart, sieht es aus, ja. Die Wilmersdorfer Straße, ja, die fand ich natürlich auch super. Da hatte ich eine Freundin, deren Eltern hatten, damals gab es das, in der Mitte so einen Container. Da haben sie so Pullis verkauft und was man da eben so damals verkaufte. Und das war mir ein ganz vertrautes Bild. Und jetzt ist es ja überhaupt nicht mehr, also die Wilmersdorfer Straße ist, das ist auch, also manchmal denke ich auch echt ein Elend geworden. Also, die habe ich echt mal geliebt, diese Wilmersdorfer Straße. Von der Otto-Suhr-Allee bis zum Adenauer Platz führt die Wilmersdorfer. Hier wie da entspannte Ecken, doch die meisten wollen nur das eine. Die Wilmersdorfer finde ich persönlich zum Shopping sehr angenehm, weil entweder fahre ich mit der Bahn oder ich fahre da ins Parkhaus. Und dann hast du da alles so fußläufig, ne? Das ist jetzt gar nicht so hübsch, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt zum Verweilen lange hinsetzen würde, aber es hat so ein bisschen was von, so ist ja auch Shopping in Essen oder in Duisburg. Würde ich sagen, ist ganz schön, finde ich eigentlich. Aber weder Essen noch Duisburg haben wohl in ihren Shoppingmeilen so einen geschichtsträchtigen Brunnen. Der St. Georg-Brunnen steht ursprünglich in der Potsdamer Straße im Bayernhof. Nach dem Abriss der Vergnügungsstätte findet der Brunnen eine neue Heimat an der Wilmersdorfer Straße zwischen Giesebrecht und Mommsenstraße. Platz 16, das Rheingau-Viertel. Der Rüdesheimer Platz ist das Zentrum im Kiez. Vor dem Ersten Weltkrieg entsteht dieses Viertel, dessen Gebäude an englische Landhäuser erinnern sollen. Vor einigen Jahren bezeichnet die New York Times die Rüdesheimer Straße als eine der schönsten Straßen Europas. Und das will was heißen. Der Rüdesheimer Platz ist ja auch ganz toll. Das ist ja so eingelassen. Das ist ja nicht ebenerdig. So ein bisschen wie auf Gran Canaria, wo auch immer alles so eingelassen ist in den Boden. Und das ist schön. Da ist dann so alter Brunnen und da kann man halt Wein trinken. Ich bin sowieso auch eine Weintrinkerin und eine Genüsslerin. Und da kann man sich ja rund um die Uhr halt auch besaufen. Was gibt's denn Schöneres? Und schön in der Sonne und dann vielleicht so ein paar Häppchen schnackern. Finde ich ganz, ganz toll da. Heute ist um 21:30 Schluss mit lustig, denn Nachbarn fühlen sich von den vielen Weintrinkern gestört. Und sonntags versiegt der Weinbrunnen gleich ganz. Das Rheingau-Viertel und den Wein verbindet eine lange Freundschaft. Seit über 50 Jahren versorgen hessische Winzer die Gäste auf dem Platz mit edlen Tropfen. Für so manche Berlinerinnen und Berliner ist das Fest eine Pflichtveranstaltung. Es ist ja schon so ein eingeschworenes Grüppchen, 60 plus.
dass da halt irgendwie sein Chardonnaychen trinkt oder geht es irgendwie dann auch ja, mittlerweile per Zwang auch früh ins Bett. Aber ja, da war ich schon, hab da schöne Abende verlebt. Eine, die den Platz, das Weinfest und die ganze Gegend liebt, ist die Schauspielerin Mariam Agisheva. Sie ist in Ostberlin aufgewachsen und hat die Entdeckung dieses Kiezes ihrer Arbeit zu verdanken. Kennengelernt habe ich das, weil wir nämlich da hinter uns, als ich noch Praxis Bülow-Bogen drehte vor 20 Jahren, da war das die Außenfassade von der Wohnung. Und die Wohnung drin war natürlich gebautes Studio, aber wir sind dann immer dort diesen Eingang rein und rausgegangen. Und dann haben wir auch manchmal nachts gedreht und dann habe ich hier diese Lichter gesehen. Früher war das Weinfest ja bis 23.30 Uhr geöffnet, was ich eigentlich schöner fand, weil um 15 Uhr Wein trinken finde ich jetzt nicht so. Aber na gut, okay, schön, dass es das überhaupt noch gibt. Und ja, da war ich zum ersten Mal hier. Und seitdem komme ich regelmäßig. Tradition und Treffpunkt. Das ist das Rheingau-Viertel in Wilmersdorf. Und ich war noch nicht da. Kannst du mal sehen, wie groß Berlin ist, dass man da noch nicht mal alles gesehen hat? Weiter geht es mit Platz 15, Nikolaus See. Das ist doch mal ein Bahnhofseingang. Nur nicht kleckern, lautet offenbar damals die Devise. Der Bahnhof hat nach heutiger Währung stolze 3 Millionen Euro gekostet. Die kleine neue Villenkolonie ist vor knapp 120 Jahren eine eigenständige preußische Landgemeinde. Viele der so edel wirkenden Altbauten sind damals Fertighäuser aus dem Katalog. Doch auch namhafte Architekten haben sich in Nikolassee verewigt. Ich finde das wunderschön da. Das ist auch das Schöne an Berlin. Das ist eben diese Vielfalt an Milieus gibt. Also man kommt in so einer Villengegend und sieht riesige Häuser und fährt dann eben ein paar Kilometer weg und landet wieder in Neukölln oder ist dann, was weiß ich wo, in Lichtenberg. Oder das ist halt wiederum das Schöne an so einer Metropole. Die meisten, die Nikolassee einen Besuch abstatten, ziehen wieder heimwärts, ohne den See gesehen zu haben, dem der Kiez seinen Namen verdankt. Autofahrer haben da schon mehr Glück. Von dem neuen Autobahnteilstück am Nikolassee aus sieht so mancher Berliner jetzt zum ersten Male dieses romantische Gewässer. Wer sich aber von dem etwas an Florida erinnernden Reiz der sumpfigen Ufer zu einem Spaziergang verleiten lässt, wird den Nikolassee ohne Stadtplan kaum finden. An drei Seiten ist er von Autobahnen und Schienensträngen umgeben. Nikolassee hat auch andere idyllische Ecken zu bieten, die erheblich leichter zu finden sind. Nikolassee ist für mich zunächst einmal die Rehwiese. Also das ist ein kleines Tal, was sich dort leicht schlängelnd durch diesen Stadtteil zieht. Und da sind so wunderbare Häuser links und rechts. Ich bin kürzlich mit dem Fahrrad durch die Rehwiese gefahren und habe gedacht, es muss ein Glück sein, hier leben zu können. Die 30 schönsten Kieze im Berliner Westen. Vom geruhsamen Nikolassee nach Charlottenburg. Unser Platz 14. Zoologischer Garten. Nachkriegsatmosphäre. So sieht es am Zoo noch 1965 aus. Die Uhr am Bahnhof Zoo, die könnte viel erzählen. Die Uhr am Bahnhof Zoo hat allerlei gesehen. Und sollte man dich mal fragen, wann trifft man sich und wo? Dann kannst du ruhig sagen, an der Uhr am Bahnhof Zoo. Und ich mag das da, weil das ist das alte West-Berlin. Da hängt, weil das bin ich mit meiner Oma früher schon mal lang gelaufen, ja, als die Mauer noch stand. Und das ist für mich, da hängt mein Herz in dem ganzen Areal. Ich bin immer glücklich, wenn ich zum Zoo laufe.
Es gibt Menschen, die sind in den 70ern gar nicht glücklich, wenn sie am Zoo Schlange stehen müssen. Jeden Samstagnachmittag das gleiche Bild an der Normaluhr. Der Platz füllt sich nach und nach mit etwa 300 Leuten, die Schlange stehend auf das gleiche Ereignis warten. Das Eintreffen der Frühausgabe der Sonntagsmorgenpost um 18.30 Uhr. Das Geld meist schon abgezählt in der Hand, stürzen sich die Wartenden wie ausgehungert auf die Zeitung mit dem größten privaten Wohnungsangebot in der Stadt. Wie viel könnten Sie denn bezahlen für eine Wohnung, die Ihnen entspricht? Ja, man rechnet so 300 Mark, nicht? Und dann kommen ja noch die Unkosten noch dazu. Seit wann suchen Sie? Seit 10 Jahren mit Unterbrechung. Und danach beginnt erst das Beste, das Rennen auf die Telefonzellen. Die ganz Schlauen nämlich haben die Telefonzellen rund um die Normaluhr schon lange vor dem Eintreffen der Frühausgabe mit der Freundin oder dem Freund besetzt. In gelegentlich drangvoller Enge und mit geschultem Blick werden dann blitzschnell die Anzeigenseiten studiert. Da wird zum Beispiel ein preisgünstiges Balkonzimmer in Charlottenburg offeriert, allerdings nur für einen deutschen Nichtraucher. Andere zieht es an den Zoo, um zu feiern. Noch in den 80ern ist die Gegend eine gefragte Party-Location. Also ganz ehrlich, ich war nicht an der Bar, ich war nicht eine von den coolen Barmädchen, sondern ich habe Kaffee unten verkauft und Kuchen und so ein Kram. Das Ekstase hatte nämlich oben die Diskothek und unten das Café. Da habe ich gearbeitet. In den letzten Jahren hat sich der Kiez kräftig verändert. Ich finde, dadurch, dass so viele große Gebäude drumherum sind, geht die Gedächtniskirche so ein bisschen flöten. Das ist so ein bisschen schade. Um den Zoo rum, was sich da verändert hat, auch zum Guten, finde ich, das ist gigantisch. Und dann gibt es natürlich noch am Zoo den Zoologischen Garten. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Nur einmal quer durch den Tiergarten und schon ist man im nächsten Kiez. Platz 13, das Regierungsviertel. Es gibt viel Platz zwischen Tiergarten und Spreeufer. Das ist faszinierend vom Wasser aus. Ich finde Berlin vom Wasser aus übrigens, ich empfehle eigentlich allen und auch früher, als ich noch im Hotel war, den Touristen, ich habe immer gesagt, macht eine Stadtrundfahrt vom Wasser aus, weil du siehst Berlin von einer ganz aus einer ganz anderen Perspektive und faszinierend. Der Reichstag steht vor über 100 Jahren in einem eleganten, lebendigen Viertel. Der Krieg verändert alles. Ach, das finde ich schon besonders. Es hat schon so einen Geisterstadtcharakter, weil es ja jetzt nicht wirklich belebt ist in dem Sinne. Ich mag jeden Skater, der da langfährt, jedes sich bewegende Menschenkind. Wo heute Politik für Deutschland gemacht wird, stehen bereits Mitte des 18. Jahrhunderts Vergnügungszelte. Tipi, das Zelt am Kanzleramt, knüpft an diese Tradition an. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Hier am Rande des Tiergartens tänzeln die Geschwister Pfister manchmal als Cindy und Bert über die Bühne. Sie sind hier oft zu Gast. Doch wie gut kennen Sie die Nachbarn? Die Frau Merkel hat hier viele Jahre immer ihre Weihnachtsfeier abgehalten im Tilpi. Ach, ja. Und ihr habt schon dafür... Nein, wir waren nie gebucht für sie, aber wir haben das immer mitgekriegt. Das war auch während Frau Luna zum Beispiel. Ja. Da kommen dann 3 Tage vorher die Drogenhunde, Sprengstoffhunde. Das ist ein riesiger Aufwand, das ist halt dann das BKA. Mhm. Ja. Kontrollieren das dann, das haben wir schon öfters mitgekriegt, das ist auch aufregend. Die mieten das Zelt und machen hier ihre Weihnachtsfeier und da sind irgendwelche anderen Künstler gebucht womöglich. Und ich glaube, der Merkel hat es immer ganz gut gepasst, weil sie hatte mit der ganzen Sache gar nicht so viel zu tun. Sie konnte einfach zum Schluss dann rüberkommen. Es geht ganz weit in den Südwesten Berlins. Platz 12, Klado. Eine der aufregendsten Arten, sich Klado zu nähern, einfach mit der BVG-Fähre von Wannsee aus über die Havel schippern.
Da kommt Urlaubsstimmung auf. Lado war ich schon mal als Kind, weil da wohnen ja auch die Reichen und Schönen, ist ja am Wasser und da ist ja so richtig, wo man so sagt, eieiei, das ist aber toll. Bekannte von uns wohnen, jetzt ist immer noch toll und teuer. Und da ist man als Kind, man ist so rausgefahren. Auch das merke ich, wenn ich von früher erzähle, dass die jüngere Generation oder auch die, die nicht in Berlin gelebt haben, mit dem Begriff, wir fahren ins Grüne. Wir fahren raus. Also das hieß dann immer, meine Mutter, der sagt so, heute fahren wir raus. Na, und dann wussten wir Bescheid. Tasche packen, dann hatte man immer Nudelsalat, immer so Buletten bei, weil draußen kaufen war viel zu teuer. Also wer soll denn das bezahlen? Früher gibt es in Kladow noch eine richtige Touristenattraktion. Das Schloss Brüningslinden. Das Ausflugslokal denkt auch an die kleinen Gäste. Der Märchenwald ist eine Art Mini-Disneyland. Das war toll. Da war ich so, boah, mitten steigst du am Boot aus und hast auf einmal so eine Märchendinger. Und dieses waren diese uralten Jahrmarktdinger. Ne? 1972 wird das Schloss abgerissen. Doch in Kladow entsteht auch Neues. Der Landhausgarten Dr. Max Frenkel öffnet 2016. Der ehemalige Privatpark des jüdischen Bankdirektors liegt direkt am Havelufer. Hier betreiben Annette Müller und Petra Derksen am Wochenende ein Sommercafé. Man kommt hier raus und ist wie ein bisschen in einer anderen Welt. Das ist nicht diese Großstadt, lässt man hinter sich. Und vor allen Dingen, wenn man hier im Garten ist und guckt aufs Wasser, und das ist, dann kommt eine Ruhe. Und morgens, wenn die Vögel wirklich nur zwitschern und kein lauter Lärm, kein. Also, es ist, ist immer wie ein kleines Paradies hier. Mhm. Und die Leute. Die Leute sind alle so nett, die kommen. Ja? Also wenn ich arbeite, der Chef sagt nicht jeden Tag, oh, haben Sie gut gemacht, Frau Derksen, sondern hier, ja, sagt, kriegt man es 20 Mal am Tag zu hören, wie gut der Kuchen ist, wie schön der Garten ist und so weiter. Und das tut gut einfach. Auf der Suche nach dem schönsten Kiez im Berliner Westen geht es wieder nach Wilmersdorf. Unser Platz 11, Schmargendorf. Das Rathaus ragt heraus aus einem kleinen Kiez mit gepflegten Gründerzeitbauten. Schmargendorf ist keine reine Wohngegend, denn da ist ja noch die breite Straße. Bin ich ab und zu, weil ich da, finde ich, auch einen ganz schönen Kiez, weil man da ganz gut einkaufen kann, weil alles so beieinander ist sozusagen. 1961 stehen im Kiez große Veränderungen an. Die breite Straße in Schmargendorf macht hier ihrem Namen wirklich nicht viel Ehre. Tagtäglich erweist sich hier der schmale Schlauch der einstigen Dorfstraße für den modernen Großstadtverkehr als ein regelrechtes Hindernis. Und schon seit Jahren war in der Planung die Erweiterung dieses Engpasses vorgesehen. Allerdings, die alten Häuser müssen dem Straßenbau geopfert werden. Und mit ihnen verliert Schmargendorf leider auch seinen letzten Rest Romantik. Wieder einmal heißt es also Abschied nehmen von einem Stück Alt-Berlin. Wie die Zeit vergeht. Die Neubauten von damals sind die Altbauten von heute. Dem Kiez hat auch diese Umgestaltung nicht geschadet. In Schmargendorf haben die Menschen nach wie vor das Gefühl, in einer gemütlichen Kleinstadt zu leben. Neben einer alten Dorfkirche und trotzdem mitten in Berlin. Ja, weil das ist eine Gegend, die da sind die Leute waren zufrieden immer. Die sind nicht weggezogen. Und das hat sich auch nicht so wahnsinnig schnell, das war nicht so attraktiv für die ganzen Zugezogenen. Viel zu bürgerlich. Und das war das Glück von Schmargendorf. Deswegen ist es so erhalten geblieben und nicht gentrifiziert. Von Schmargendorf in ein wahrhaft königliches Viertel. Vor dem Schloss Charlottenburg liegt unser Platz 10, der Klausener Kiez.
Da wohnt eine Freundin von mir. Dadurch habe ich das überhaupt erst entdeckt. Und das ist so, denkst du, eine einzige Filmkulisse. Traumhaft schön. Ja, das ist wunderschön. Da habe ich auch immer mal jetzt zu meinem Mann gesagt, wenn man da eine Wohnung hätte, so mit Blick auf den Schlosspark und so. Aber das kriegst du ja nicht mehr. Der vornehmen Nachbarschaft zum Trotz ist der Kiez ein Arbeiterviertel. In den 70er Jahren ziehen viele Studenten in die günstigen Wohnungen. Es eröffnen auch neue Geschäfte. Zum Beispiel einer der ersten Biobäcker Berlins, der Brotgarten. In der Backstube arbeitet ein Kollektiv aus Quereinsteigern. Die Auswahl ist überschaubar. Wir stellen verschiedene Brote her. Backfermentbrot, Früchtebrot, Ganzkornbrot ist mit mehr Roggen und Sauerteigbrot. Den Brotgarten gibt es immer noch. Die Regale sind jetzt voller und das Kollektiv ist nun eine GmbH. Die Kinder der Gründer kümmern sich heute um das Geschäft. Sebastian Simon und Nathan Gernhardt hat der Kiez geprägt. Wir sind hier als Kinder in den Parks rumgetigert und da um die Ecke gibt es einen Ziegenhof, wo Ziegen und Hühner gehalten werden. Sowas ist halt in der Stadt relativ selten. Dann gibt es den Lietzensee auf der einen Seite, den Schlosspark auf der anderen Seite. Also man ist so richtig schön im Grün. Mit meinen Kindern super halt. Ne? Genau, wir haben jetzt selber Kinder und insgesamt 5 Stück. Und sind ganz glücklich, dass sie diese Gegend auch noch erleben können. Ich habe mit meinen Kindern die Ziegen auf dem Ziegenhof gefüttert, wo ich selber schon gestanden habe und Ziegen gefüttert habe. Nicht die gleichen, so lange haben sie nicht gelebt. Aber es ist irgendwie schön, dass es so weiterläuft. Leben mit Dinkelbrot, Ziegenhof und Schloss. Der Klausener Kiez wird immer adretter und wirkt trotzdem nicht gentrifiziert. Familien, Rentner, Migranten, Künstler und Arbeiter, alle haben hier Platz. Auch für Kultur ist gesorgt. In einem Geschäft, das nur Harfen verkauft, finden ab und an Gratiskonzerte statt. Der Mann mit der Bratsche heißt Juan Lucas Eisenberg. Er gehört zum Orchester der Deutschen Oper und lebt im Kiez um die Ecke. Hier, glaube ich, es hat sich wenig verändert. Wenn man andere schöne Viertel, Prenzlauer Berg oder Mitte, es gibt viele neue Leute. Hier wohnen noch viele Leute seit Jahrzehnten. Und das, die Geschichten sind eher sehr länger sozusagen. Deswegen ist es sehr interessant. Unser nächster Kiez liegt vom Klausener Kiez nur ein paar Meter entfernt. Einmal über den Kaiserdamm. Platz 9, der Lietzensee-Kiez. Der Funkturm und die AWUS sind dicht dabei und trotzdem ganz weit weg. Der Lietzensee und der Park an seinem Ufer sind eine der besten Ecken, um sich in Charlottenburg mal auf die Schnelle ein bisschen zu entspannen. Also man darf sich nicht länger mit ihm so richtig beschäftigen, weil dann ertappt man ihn, dass er eine ganz schöne Mogelpackung ist. Der ist hier recht klein. Aber wenn man einfach nur dankbar ist, dass er da ist, dann ist es super. Und den mag ich schon sehr, weil ich da immer mit meinem Hund, mit meinen Hunden, mit Rudi und mit Ella, da immer lang gelaufen bin. Immer. Und mich dann auch mit einer Decke auf die Wiese geknallt habe und da auch mal ab und an Yoga mache. Also das finde ich total toll, am Kaiserdamm mittendrin, auf einmal hast du da so eine, gehst du einfach nur so mal eine Seitenstraße rein und dann wird so kiezig. Das gefällt mir sehr gut. Es ist nur so ein ganz kleines Stück eigentlich, was so besonders ist, aber das hat echt einen verzauberten Charme. Der Kiez ist ein historischer Ort. Im früheren Reichsmilitärgericht an der Witzlebenstraße, später der höchste Gerichtshof der NS-Wehrmacht, wurden mehr als 1400 Todesurteile verhängt. Seit einigen Jahren gibt es hier Luxuswohnungen. Manche sogar mit Seeblick. Also ich habe einen Freund in der Tat, der hat eine Wohnung, die direkt am See ist. Also würde ich jederzeit tauschen, aber kann ja kaum jemand bezahlen.
Wohnungen zu Schnäppchenpreisen hat es rund um den Lietzensee noch nie gegeben. Anfang des 20. Jahrhunderts werden neben der neu angelegten Parkanlage prächtige Mietspaläste errichtet. Von Anfang an leben hier wohlhabende Berliner Familien. Doch Park und See sind immer für alle da. Bevor man wusste, dass es schlecht war, sich zu bräunen, habe ich mich mit meiner Freundin da am Lietzensee und wir haben uns unglaublich gebräunt. Ich glaube, wir lagen auf Alufolie da direkt am Wasser. Das würde man niemals machen heutzutage, aber Lietzensee war ein sehr beliebter Ort für mich. Ein beliebter Ort ist es noch heute, selbst wenn die Sonne langsam hinterm Funkturm verschwindet. Es geht noch einmal nach Tiergarten. Welche Häuser ich noch sehr faszinierend finde, das sind die im Tiergarten. Da gibt es ja auch so 50er Jahre, also dieses Hansaviertel. Und dann gibt es ja auch so einzelne Villen im Tiergarten mit so Innenhöfen, so richtig 50er Jahre, Glas von oben bis unten, flaches Dach drauf. Auch an so einem Ding würde ich ja auch gerne wohnen. Unser Platz 8, das Hansaviertel. Die Häuser, die über den Tiergarten hinausragen, gehören zum Hansaviertel. Eine feine Lage. Vor 120 Jahren entsteht hier ein gutbürgerliches Wohnviertel, das der Zweite Weltkrieg weitgehend zerstört. Nach dem Krieg ein Neuanfang. Das Viertel wird abgeräumt, um Platz zu schaffen für die internationale Bauausstellung 1957. Also das Hansaviertel war mal richtig unbeliebt. Das war unmodern, dort zu wohnen. Das lag wesentlich daran, dass das Hansaviertel alt geworden ist. Ja, da ist die erste Generation eingezogen, die waren alle so 30, 40 höchstens, oft viel jünger. Und dann sind die da halt alt geworden. Das heißt, das Quartier ist auch mit ihnen alt geworden und so ein bisschen eingestaubt. So bis um 2000 etwa. Dann beginnt der große Generationsumbruch und dann beginnt auch gleichzeitig die Wiederentdeckung dieser Art von Moderne. Und damals ist es sehr modern, das Viertel. Wenn heute alle Länder schnell und möglichst hochbauen, können wir Berliner schließlich uns doch sowas hochtrauen. Hoch die Schar der Stadt erneuere. Sie sind uns lieb und werden immer teurer. Aber diese Häuser zeigen doch die Weltstadt. Dem, der eine Beziehung oder etwas Geld hat, dafür sind sie neu, voll Imposanz. Nur manchmal, da klappt was nicht ganz. Aus der S-Bahn sieht man auch mal diese Hochhäuser. Und ich finde, das sind unheimlich schöne Hochhäuser, damit kann ich was anfangen. Und ich weiß auch, dass da ganz tolle Wohnungen drin sind, weil ja auch viele Wohnungen verschieden sind. Da ist nicht immer alle jeder gleich. Und auch mal eine über zwei Etagen. Und das ist ganz toll, glaube ich, da zu wohnen. Die Spree, die Siegessäule und den Tiergarten vor der Haustür. Was braucht es mehr für einen lebenswerten Kiez? Unser Platz 7, Dahlem. Der U-Bahnhof Dahlemdorf liegt am alten Dorfanger. Dort steht auch ein Rittergut, heute bekannt als Domäne Dahlem. Ein Freilichtmuseum mit Tieren und Feldern. Domäne Dahlem ist das, was ich schon mit meiner Kindheit verbinde. Dass das, egal wo wir wohnten, immer was Schönes war, ein schöner Ausflug, auf den man sich auch wirklich gefreut hat. Studenten fahren täglich nach Dahlem, denn hier ist die Freie Universität zu Hause, verstreut über den ganzen Kiez. Am Rande Dahlems liegt der Botanische Garten. Die weitläufige Parkanlage mit ihren Gewächshäusern, Wiesen und Wäldchen ist besonders gut besucht zum Staudenmarkt. Schauspielerin Anja Franke mischt sich gern unter die Gartenfreunde. Sie kommt immer wieder nach Dahlem. Hat sich doch alles auch total entwickelt und verändert. Also ich meine, das Zehlendorf von heute ist ja eigentlich Exilkreuzberg, oder? Schöneberg. Ist ja eigentlich nur nach Zehlendorf gewandert, oder? Jedenfalls besuchen viele Kreuzberger auch den Staudenmarkt. Dahlem ist eine gute Adresse für Blumenliebhaber.
Botanische Garten ist natürlich ein fantastischer Ort. Und gegenüber von der Botanischen Garten gibt es die Königliche Gartenanlage. Und ich als Engländerin, ich liebe alles, was mit Garten zu tun hat. Ich habe eine Dachterrasse, leider keinen Garten. Aber da gehe ich gerne hin. Da kann man dann mitten in den Pflanzen sitzen und einen Kaffee trinken. Auch das war einmal Dahlem, das deutsch-amerikanische Volksfest. Jahrzehntelang feiern an der Clay-Allee amerikanische Alliierte und deutsche Cowboys bei einem Rummelfest den American Way of Life. Völkerverständigung zwischen Kettenkarussell und Walzerbahn. Die Alliierten sind längst abgezogen und auch der Festplatz existiert seit einigen Jahren nicht mehr. Auf dem Gelände steht nun eine gehobene Wohnanlage um einen künstlichen Teich. Dahlem ist wunderschön, ja, klar. Also da gibt es natürlich auch sehr schöne Orte, wo man sich eine schöne Villa kaufen könnte, wenn man das Geld dafür hat. Dahlem, einer der teuersten Kieze Berlins. Vornehm und edel. Wir bleiben in Zehlendorf. Auf Platz 6 landet der Kiez am Schlachtensee. Unter den vielen Seen Berlins gilt er als einer der schönsten und saubersten. Nicht nur die Fische fühlen sich hier wohl, sondern auch die Einheimischen. Und natürlich die Spaziergänger. Schlachtensee bleibt meine Lieblings-Joggenstrecke. Das ist genau die richtige Länge. Wenn man richtig sportlich sein will, kann man Krummelanke noch dazu nehmen. Aber es ist schon anstrengend. Schlachtensee war ich schon nackig drin. Echt, war's schön? War sehr schön. Wobei es ja das Gerücht gibt, dass da irgend so ein Wels drin schwimmt, der Dackel ist. Und da wurde mir dann so ein bisschen flau, wenn du dann so nackig da durch den Schlachtensee treibst und dann daran denkst, dass da angeblich dieser Killerwels unterwegs ist. Dieses Schmuckstück war viele Jahrzehnte eine namenlose Grünanlage. Seit 1959 heißt sie Mexiko-Platz. So Schmuck wie der Mexiko-Platz, so Schmuck auch viele der Villen, die rund um den Schlachtensee stehen. Aber Schlachtensee ist eine tolle Ecke. Also da in dieser Siedlung mit diesen hübschen Häusern, die sehr schlicht sind, sehr schlicht und quadratisch und praktisch und gut, da könnte ich es auch gut aushalten. Du weißt, wer da gewohnt hat? Wer hat da gewohnt? Da ist eine Tafel sogar dran. Nein. Da hat Willy Brandt gewohnt. Willy Brandt? Na, der hatte schon immer einen guten Geschmack. In der Breisgauer Straße, der kleinen Shoppingmeile am S-Bahnhof Schlachtensee, hat vor einiger Zeit der Hofladen Loki eröffnet. Einer der beiden Besitzer ist der Schauspieler Manuel Cortez. Er beobachtet, dass sich der Kiez momentan stark verändert. Und jetzt kommt da gerade aber so eine ganz interessante jüngere Generation, jünger meine ich so 40 mit zwei Kindern, gute Jobs, die sind auch anfangen so ein bisschen mehr rauszuziehen, denen ist oft die Hektik in der Stadt zu anstrengend. Und jetzt mischt sich das gerade ganz interessant. Also man, hier kommen Barone einkaufen und altehrwürdige Familien aus Berlin und die ganz neuen verrückten Künstler, die hier teilweise auch schon wieder hier wohnen. Das ist ganz spannend, was hier gerade passiert. Das ist so ein Bezirk, der sich gerade ein bisschen verändert. Das ist echt cool. Margarete Hensel lebt schon ewig am Schlachtensee. Die Krankenschwester hat vor 60 Jahren den Betreiber des Bootsverleihs geheiratet und wohnt seitdem in einem Haus mit unschlagbarem Seeblick. Mein Mann hat hier zusammen mit seinen Eltern gewohnt, ja, und da bin ich so in die Familie reingerutscht. Der Schwiegervater hat immer gesagt, drin ist, draußen ist unsere gute Stube, also drinnen spielte sich nicht viel ab. Keine Besonderheiten. Ja, und so haben sie mich dann angelernt hier und habe Boote vermietet und hab's gerne gemacht. Ich träume heute noch manchmal davon, dass ich irgendein Boot vermiete oder irgendeine Nummer nicht finde vom Boot. Es ist witzig. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Unser nächster Kiez im Berliner Westen. Auf Platz 5 die Altstadt Spandau.
Dort, wo sich Havel und Spree treffen, liegt der Stolz von Spandau. Eine Altstadt, die fast jeden begeistert, der sie mal besucht hat. Spandau ist ein eigener Kosmos. So und so in jeder Beziehung. Spandau gehört zu Berlin. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die das abstreiten. Spandau ist genauso Teil von Berlin. Wahrscheinlich als Lichtenradnerin ist man da so ein bisschen, fühlt man sich da so ein bisschen verbrüdert. Aber man braucht schon einen Grund, um nach Spandau zu fahren. Die Spandauer Altstadt in den 70er Jahren. Über den Markt braust noch der Verkehr. Schick sieht das nicht aus. Trotzdem halten die Spandauer zu ihrer Heimat. Fühlen Sie sich als Spandauer oder als Berliner? Als Spandauer. Dafür ist Berlin zu groß. Sie? Als Berlin-Spandauer. Denn ich bin ja sowieso nach Spandau. Und du? Spandauer. Als Spandauer geboren, wo soll ich auch Spandauer fühlen? Geborener Spandauer. Sie fühlen sich auch als Spandauer? Ich fühle mich als Spandauer, ja. Dann erst als Berliner? Nein, als Berliner, also als Europäer fühle ich mich. Komm mal, Spandau. Ne? Früher hieß es ja mal Spandau bei Berlin, ne? Oder Berlin bei Spandau, je nachdem. Und deswegen war ja Spandau ist ja älter wie Berlin. Das wäre nur der Spandau. Die älteste Ecke in der eh schon alten Altstadt Spandaus ist der Kolk. Fachwerk, Kopfsteinpflaster und ein Hauch von Mittelalter. Entspanntes Leben da in Spandau. Und wie so oft, es ist ja wie eine eigene Stadt. Die brauchen Berlin eigentlich gar nicht. Spandau braucht Berlin wirklich nicht. Es besitzt mit der Zitadelle sogar eine eigene Festung vor der Haustür. Auf Platz 4, der Kiez am Wannsee. Der Maler Max Liebermann kauft 1909 eines der letzten Wassergrundstücke und lässt sich ein Sommerhaus an den Wannsee bauen. Die Villa ist heute ein Museum und der Garten sieht aus wie zu Liebermanns Zeiten. Ein Gärtner und viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen kümmern sich um die Pflege der Hecken und Beete. Die Warteliste ist lang. Viele möchten hier ohne Bezahlung arbeiten. Wie lange machen Sie das schon? Ich bald nächstes Jahr 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, ich 9. Und jeden Dienstag? Na, außer im Winter. Hm? Ja, im Winter nicht. Nach getaner Arbeit gibt es erstmal Kaffee und Kuchen. Und wir gehen dann anschließend um am Schlachtensee schwimmen, so eine kleine Gruppe. Und das ist dann die Belohnung, ne? Andere Berlinerinnen und Berliner belohnen sich mit einem Besuch im Strandbad Wannsee. Und das schon seit 1907. Davor ist das Baden im Wannsee verboten. Es gilt als unmoralisch. Trotzdem zieht es Ausflügler besonders an das Ostufer mit seinem breiten Sandstrand. Im Strandbad Wannsee habe ich so viele Sommertage verbracht. Und zwar auch als Erwachsene. Ich habe dann jedes Jahr meine 20er-Karte. Und dann geht es ab zum Strandbad Wannsee. Da kann man ja... Kommst du runter, gehst du rechts rum, ist da so ein Strandstuhl und Schirmverleih. Und diese Strandstühle sind aber aus den 50er Jahren. Ja, also sauschwer. Wenn man Glück hat, wird einem der Stuhl an den Strand getragen, wenn man ein bisschen klimpert. Klappt aber nicht immer. Und wenn du aber dann erstmal in deinem 50er Jahre Strandstuhl sitzt, auch mit so einer Klappe drüber, dass du so ein bisschen im Schatten sitzt und du guckst auf diesen Wannsee, es ist ein Traum, finde ich. Es ist wirklich ein Traum. Wenn man dann da so sitzt in der Sonne und man guckt über den Wannsee und sieht dieses Strandbad Wannsee, was ja irgendwie wirklich auch ein richtiger Strand ist, wie im Urlaub, dann denkt man, ja, man braucht eigentlich gar nicht wegfahren aus Berlin, geschweige denn wegfliegen, weil es gibt so, so schöne Stellen, wo man sich dieses Urlaubsgefühl holen kann. Zum Kiez am Wannsee gehört auch das literarische Kolloquium, das in einer prachtvollen Villa residiert. Zum jährlichen Sommerfest reisen Kulturinteressierte von überall her. Auch solche, die sich den Rest des Jahres kaum an den Wannsee verirren. Unter den Gästen die Journalistin Mareike Nieberding. Sie hat lange in Berlin gelebt und musste der Arbeit wegen nach München umziehen. Was vermissen Sie an Berlin?
die Freiheit, frei zu sein, frei nach Hannah Arendt. Ja, ich glaube, das frei sein. In München ist man, München ist schön und hat eine sehr hohe Lebensqualität. Den Menschen dort geht es sehr gut, aber man ist weniger frei als hier. Und München besitzt ja auch keinen Wannsee. Auf Platz 3 die Villenkolonie Grunewald. In anderen Ecken Berlins wohnen vielleicht mehr Millionäre und stehen größere Häuser. Doch die Villenkolonie gleich hinterm Kudamm fasziniert die Menschen seit Ende des 19. Jahrhunderts. Was ich manchmal mache und was ich auch schon früher gemacht habe, als ich einen Führerschein hatte, ich fahre manchmal Richtung Grunewald und fahre da durch die Straßen und gucke mir die Häuser an. Und dann gucke ich immer, wie viele Klingelschilder gibt es. Weil mich das so interessiert, ob Leute wirklich ernsthaft in solchen Häusern wohnen, alleine. Ich finde das so unfassbar, was da für Dinger stehen. Im Grunewaldviertel lebt einst das Bürgertum. Universitätsprofessoren, Literaten, Schauspieler. Viele jüdische Familien, die hier zu Hause waren, wurden von den Nazis vertrieben und enteignet. Inzwischen leben Politiker von Wolfgang Schäuble bis Joschka Fischer, Botschafter und Akademiker hier. Seit einigen Jahren wird an jedem 1. Mai im Kiez demonstriert. Eine Spaßgeria fordert ein gutes Leben für alle. Ich glaube, dass es einfach auch zu einer gewissen Wohlstandsverwahrlosung führt, wenn nur reiche Leute auf einem Haufen wohnen. Es führt dazu, dass massiv Steuern hinterzogen werden. Es führt dazu, dass eben sozialer Zusammenhalt in der Stadt verloren geht. Ich finde es ganz schlimm, da lang zu marschieren und laut zu brüllen. Wir ziehen in eure Häuser oder so. Wir wollen eure Häuser, haben die irgendwie neulich gesagt. Und weißt du, das ist ja, da sind die an der falschen Stelle. Die sollen vors Kanzleramt ziehen und da demonstrieren. Der Mythos Grunewald hält sich bis heute. Als die Villenkolonie entsteht, sind die Bodenpreise hier gar nicht so hoch. Die Grundstücke sind allerdings damals riesig. Nur wenige können sich das leisten. Die Gegend finde ich halt einfach auch sehr, sehr schön. Guck mal, du bist direkt am Kudamm. Und dann hast du aber da dein Wasser, dein Grunewaldsee. Ganz toll, ganz toll. Und da ist ja auch viel Wasser. Also da ist eine wunderschöne Wohn- und Lebensgegend. Finde ich total genial. Grunewald. Nach vorne der Kudamm, nach hinten die Natur. Was will man mehr? Noch einmal nach Charlottenburg auf Platz 2, der Savignyplatz. Zwischen Kudamm, Zoo und Wilmersdorfer Straße liegt das Viertel rund um den Savignyplatz. Ich liebe diesen Kiez. Vor allem als Musiker, weil ich komme immer sehr spät nach Hause nach dem Konzert. Und da fühlte ich mich immer wohl. Ich hatte nie Angst, irgendwie mein Horn aus dem Auto zu nehmen, mitten in der Nacht, dass mir irgendwas passieren könnte. Ich fand es immer eine sehr sichere Kiez. So sicher fühlt sich der Savignyplatz früher nicht an. Die Abendschau berichtet 1969 aus dem Rotlichtviertel. Hier blüht unter anderem das Geschäft mit der käuflichen Liebe. Und bevorzugter Treffpunkt zahlreicher krimineller Elemente scheint zumindest nach Ansicht des Berliner CDU-Abgeordneten Horst Heinschke der Savignyplatz zu sein. Wir haben hier in dieser Umgebung des Savignyplatzes Rauschgiftlokale. Wir haben hier Terror, nach meiner Überzeugung Kriminalität durch jugendliche Gruppen. Und das führt dazu, dass im Zusammenhang mit der Straßenprostitution, die sich hier also relativ sehr weit verbreitet hat, und auch der Straßenhomosexualität an diesem Savignyplatz, die Bevölkerung sehr beunruhigt ist. Ah! Wenn ich das geahnt hätte, in was für einem wilden Eckchen ich da unterwegs bin. Nee, das wusste ich nicht. In den 70er Jahren ziehen junge Leute in den günstigen Kiez. Etliche Studentenkneipen entstehen, wie zum Beispiel der Zwiebelfisch. Das ist natürlich legendär und ich weiß, dass Hans-Werner Olm, wir waren ja mal verlobt vor 40, 80 Jahren und da waren wir immer im Zwiebelfisch.
Oh. Hans-Werner Olm? Guckt mich an von oben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hans-Werner kann ich mir vorstellen. Ich war so verliebt in ihn und in Zwiebelfisch und in das alles, unser Viniplatz. Ich fand das alles total toll. Es war so anders. Ich meine, gut, ich habe dann auch angefangen, Hannes Wader zu hören. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Berlin ist eine Stadt, die nehme ich häufig als sehr rau wahr. Und als jemand, der lange in Westdeutschland gewohnt hat, fällt mir das auch mal auf, dass so ein gewisses Grundmaß an bürgerlicher Höflichkeit hier gelegentlich den Berlinern etwas abgeht. Aber rund um den Savinienplatz, da ist das anders. Da werden einem noch die Türen aufgehalten, da grüßt man freundlich, das gefällt mir. Vom freundlichen Savignyplatz nur ein paar Straßen weiter, auf der anderen Seite des Kudamms, liegt der schönste Kiez im Berliner Westen. Unser Platz 1. Der Ludwig-Kirch-Platz. Die Gegend ist vor rund 130 Jahren noch unbebautes Ackerland. Dann entsteht die St. Ludwig-Kirche und innerhalb weniger Jahrzehnte wächst drumherum ein nobles Viertel. Eine Berliner Erfolgsgeschichte. Ludwig-Kirch-Platz ist wirklich auch eine meiner Lieblingskleine versteckten Ecken. Und ist das nicht toll in Berlin, dass man wirklich auf einer Hauptstraße ist, dann biegt man einmal nach rechts oder nach links und dann plötzlich ist man in einen ganz besonderen kleinen Kiez mit eigenem Charakter und eigene Leute, die da dazu gehören und selten sich außerhalb der Kiez sich bewegen. Das sieht man dann auch oft. Am Ludwig-Kirch-Platz stimmt die Mischung. Wohnen lässt es sich hier genauso gut wie ausgehen. Es gibt viele Restaurants, kleine Läden und Galerien. In den 80er Jahren wird ein Teil des Platzes Fußgängerzone. Das hebt nochmal die Lebensqualität. Schauspielerin Nadine Schori lebt seit vielen Jahren gerne im Kiez. Ich komme ja aus der Schweiz, wie du weißt. Und es hat so ein bisschen was Dörfliches. Ich finde, es hat was Dörfliches. Man kennt sich auch irgendwie. Man nickt die ganze Zeit. Wenn man sich mal beruflich verabreden will, dann nicht hier. Aber hier kommst du nicht dazu, weil du immer jemanden triffst. Oder man weiß nicht, was machen an einem Sonntagnachmittag oder an einem Abend, der noch schön ist, und setzt sich hin. Und nun ist der Tisch voll mit ganz vielen Leuten. Man lernt viele kennen. Es ist so ein schönes Miteinander hier. Die Weltstadt Berlin zeigt auch hier mal wieder, dass sie eigentlich nur aus einer Ansammlung von Dörfern besteht. Den Ludwig-Kirch-Platz kenne ich sehr gut. Ich habe mal in der Nassauischen Straße übergangsweise gewohnt und fühlte mich damals sehr seltsam, weil da wohnten, glaube ich, nur so ältere Schauspieler, Steuerberater, Finanzbeamte. Aber dann saß ich da ganz oft im Manzini und habe mir schon um 11 ein Bellini reingezogen mit einem Sandwich. Ich finde, das kann man mal machen, wenn es einem gut geht. Und ich habe die Ecke sehr genossen, weil da ist alles, also man hat so ein bisschen Gefühl, wenn man da so durch die Straße läuft, da gibt es auch noch den Bäcker, den Fleischer, da gehen die Leute hin und dann schnacken sie noch miteinander. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da ist Berlin noch ein bisschen wie früher. Das Berlin von früher kann manchmal auch das Berlin von morgen sein. Mit ein bisschen gutem Willen und in der richtigen Ecke. Wie zum Beispiel am Ludwig-Kirch-Platz. Unser Platz 1. Unter den schönsten Kiezen im Berliner Westen. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.